Zombie Apocalypse. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Minecraft. Und heute zeige ich euch, wie ihr ein perfektes Haus bauen könnt. Und bevor es jetzt losgeht, lasst wie immer ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und Leute, vergesst auf jeden Fall nicht, jetzt hört ganz genau zu. Also diese Woche Sonntag kommt wieder ein Livestream. Hört jetzt ganz genau zu. Ich mache jetzt jede Woche von 16 Uhr bis 16.30 Uhr am Sonntag ein Livestream. Jede Woche von 16 Uhr bis 16.30 Uhr. Seid auf jeden Fall diese Woche und nächste und übernächste und so weiter dabei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, also ich habe hier erstmal ein schönes, richtig schönes Haus gebaut. Wir sehen, wir haben hier erstmal natürlich schön Blätterboden. Und dann haben wir noch so eine Holzpanade ohne Tür. Das sieht auf jeden Fall richtig stylisch aus, Leute. So, und heute zeige ich euch, wie ihr aus diesem Haus ein Traumhaus machen könnt. Zuerst, wenn ihr so ein stinknormales Stinkeheimerhaus habt, müsst ihr zuerst einmal diesen Block vor der Tür entfernen und ihn durch euer Holz ersetzen. Weil ich nehme als Fußboden immer Holz, Leute. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall kein Sand oder so. So, dann, damit man sich nicht den Kopf stößt, müssen wir das Ganze erstmal einen Block höher machen. Das heißt, wir kopieren uns diesen Block, machen so, zack, einmal hier und machen das Ganze dann so. Das heißt, wir verlängern hier nochmal um ein paar Blöcke. Dann schließen wir das hier nicht ab, sondern machen nicht da so einen Klumpen drauf wie gerade, sondern nehmen uns hier eine Treppe. Und wenn wir diese Treppe genommen haben, gehen wir einfach hier hin und setzen hier so ein paar Treppen an die Seite, Leute. Da gibt das auf jeden Fall nochmal so ein schönes Muster. So, und das wird jetzt ein ganz Standardhaus, von diesem Dreckhaus zum Standardhaus, Leute. Früher habe ich auch immer so einen Müll gebaut. Dann baut ihr hier auf jeden Fall noch euer kleines Dächlein weiter, weil ihr wisst ja, jedes Haus muss ein Dach haben, sonst ist es unstabil, Leute. Das kann euch jeder Architekt sagen. So, zack, das heißt, jetzt nehmt ihr euch einen ganzen Block. So, dann setzt ihr den einmal ein. Zack, zack. Also ihr macht so, zack, zack und reißt den wieder ab. Anstatt des Blocks könnt ihr euch auch, wenn es euch lieber ist, eine Stufe nehmen. Finde ich persönlich auch schöner. Dann könnt ihr zum Beispiel hier noch ein bisschen was abschließen, Leute. Das heißt hier zum Beispiel so ein schönes Muster. Dann müssen wir unserem Haus logischerweise eine Tür geben, Leute. Weil was ist ein Haus ohne Tür? Dann ist es ein Haus mit No Door, ein No Door Haus. Und wir brauchen natürlich auch Licht. Das heißt, wir nehmen uns eine Fackel. So, und wenn wir diese Fackel haben, gehen wir einmal hier hin und setzen zwei hier hin. Das, wenn ihr kein allzu großes Haus habt, reicht das. Und hier natürlich auch. Dann braucht ihr natürlich Fenster, weil ohne Fenster sieht das ein bisschen kacke aus, Leute. Das heißt, ihr geht zum Beispiel hin und setzt hier immer die Blöcke weg. Dann nehmt ihr euch zum Beispiel Glas, nehmt euch so einen Glasblock. Das sieht jetzt besser aus durch den Shader. Guckt mal, die Blöcke verbinden sich so. Zack, dann setzt ihr hier zum Beispiel noch was rein und hier. Dann könnt ihr zum Beispiel noch, dann müsst ihr noch Inneneinrichtung dazu packen. Dann sieht das auch immer schon viel schöner aus, Leute. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt aus dem Inventar sowas, dann einmal sowas, sowas. So, und wenn ihr das dann habt, könnt ihr hier was hinsetzen, da und da. Und dann könnt ihr euch ein Bett nehmen, Leute. Ebit, genau, gibt's auch, Ebit. Dann nehmt ihr euch ein Bett zum Beispiel und placet das einmal so.
Und wenn ihr das so geplaced habt, seht ihr, ist euer Haus schon fertig. Dann könnt ihr, um das Ganze noch schöner zu gestalten, einmal hier am Haus zum Beispiel ein kleines Feld anbringen. Das heißt, ihr könnt so machen, könnt so machen, könnt so machen, so machen und könnt dann zum Beispiel so machen. Das sieht hier hässlich aus, das muss ich kurz korrigieren. Und zack, schon fertig. Dann setzt ihr hier ein Zauntor rein, zum Beispiel ganz genau hier, zack. Dann könnt ihr da drin halten, was ihr wollt, Tiere oder was auch immer. Ich mache das gerne so, ich nehme hier erstmal Erde, dann gehe ich hier in die Mitte von dem Feld, mache Wasser dahin, dann gehe ich mit der Hake einmal hier drüber, so dass das so aussieht und dann pflanze ich hier ganz viel an, Leute. So, ihr seht's. Dann müssen wir nur noch warten, bis das Ganze gewachsen ist und wir haben schon unser kleines Feld dazu gebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch noch eine zweite Etage machen. Das heißt, ihr hebt euch hier einfach so einen kleinen Raum aus, Leute. So, wenn ihr den habt, macht ihr zum Beispiel einmal so, macht noch dies hier weg, setzt dann hier Holz. Dann macht ihr noch das hier weg, setzt da auch wieder Holz. Ich kann schnell bauen. Ist mir noch nie aufgefallen, Leute, ihr seht's. Oh mein Gott, was habe ich nun schon wieder gemacht? Hups, da habe ich mich wohl zu doll eingebaut, Leute. Naja, so schnell bauen kann ich jetzt auch wieder nicht. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hingehen und noch das hier machen und dann hier den Raum halt kurz ausheben. Das heißt, so, so, so. Dann hier noch einmal die Decke zum Beispiel. Das ist auch ganz easy. Ihr macht einfach so, so und so. Dann hebt ihr nochmal das hier aus. Dann könnt ihr schon hier eure Leitern anbringen. Und dann könnt ihr diesen Raum, hups, der Boden, dann könnt ihr diesen Raum zum Beispiel schon nutzen, um hier zu schlafen. Das heißt, ihr nehmt euch einfach hier noch Holz, macht kurz den Boden. Dann nehmt ihr euch hier eine Fackel. Das heißt, ihr beleuchtet den Raum wieder. So, wenn ihr diese Fackel habt, dann setzt ihr die wieder hier. Das heißt, ihr beleuchtet den Raum. Dann könnt ihr nach oben gehen, euch das Bett nehmen, wieder runter und das hier als kleinen Schlafraum machen. Dann könnt ihr euch zum Beispiel noch ein Gemälde nehmen. So, dann nehmt ihr euch ein Gemälde. So, dann zum Beispiel noch hier so ein cooles Gemälde hinmachen. So, dann könnt ihr euch zum Beispiel noch ein Fass nehmen, so das einmal hier hin machen. Dann, wenn ihr das Fass habt, einmal hier hinsetzen und hier hinsetzen. Und dann könnt ihr euch noch selbst einen kleinen Tisch bauen, indem ihr euch eine Redstone-Fackel und klebrige Kolben nehmt und dann noch Teppich nehmt. Habe ich schon mal erwähnt in einem Tipps und Tricks-Video. Aber Leute, so. Dann setzt ihr hier eine Fackel, darauf einen Kolben, der wird automatisch ausgefahren und darauf einen Teppich, Leute. Dann habt ihr schon euren Nachttisch. Und ihr seht, von dieser Billo-Müllbude ist hier gar nichts mehr zu sehen. Wir haben ein schönes Weizenfeld, Leute. Das ist sehr schön. Dann, wenn wir in den Innenbereich gehen, haben wir hier einmal Bett. Das muss ich noch abreißen. Also Ofen, Werkbank, Truhe. Wenn wir nach unten gehen, haben wir die Schlafkantine und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wie immer morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.